Radio 91.2. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Ja, wo ist Bernie? Länderspielpause vorbei. Das Grauen Nivea-Yogi hat ein Ende. Hör mal, ich hatte die Wahl zwischen Flurwoche und Länderspiel gucken. Ja, was soll ich sagen? Treppenhaus ist sauber. Ja, ich hoffe, dass unser Westfalenstadion nie wieder für so eine Stolperstuhl-Bingo-Veranstaltung missbraucht wird. Gegen so eine Pfadfinder-Auswahl da aus Argentinien. Ja, wir hatten noch einmal weniger Zuschauer bei uns im Tempel. Das war 1986 von Heiligabend bis Heiligmorgen, hör mal. Aber egal, jetzt Samstag gegen die Fohlenklepper, ja, aus Gladbach. Ja, hör mal, die haben die letzten Jahre zwar mehr Backpfeifen von Borussia bekommen als Axel Schulz 1999 von Wladimir Klitschko. Aber aufpassen, hör mal, die sind Tabellenführer. Und die nächsten Wochen haben wir echt ein paar Achttausender vom Hof. Gladbach, Bolognese, Mailand und dann Totalschaden 04. Hör mal, wenig Pulsfarbe. Ich sag mal so, wenn dein pH-Wert, ja, und Emotion nicht langsam höher wird als das Aquarium von meinem Goldfisch Emma, dann könnte es mal ganz eng werden für dich bis Weihnachten. Mal sehen, ob du dann die Trainingsjacke noch unter Baum anhast. Ja, und auch hier, Attacke, Aki, da muss mehr kommen, hör mal, da muss mehr kommen von dir. Jetzt hast du 2 Wochen dein Malbuch vorgestellt und hast Kloppo, ja, öfter hinterhergeholt als Flasche Paule, dem sie sein Lehrgut geklaut haben. Hör mal, Kloppo ist Legende bei uns und mittlerweile auch bei Vollgas Liverpool. Aber er ist nicht mehr da. Aber Millionen von Borussen, die sind noch da. Und ich will jetzt alle Aggregate, ja, auf Starkstrom laufen lassen. Und ich will wieder Vollgas, Pöler-Fußball auf unserer Wiese sehen. Wir laufen manchmal noch rum so, wie so ein nördlicher Streifen-Kiwi. Das ist ein Vogel, da ist nur ein Problem. Ja, der Vollpfosten kann nicht fliegen. Und wir Borussen, wir müssen wieder fliegen. Also, es gibt nur eins, es gibt wirklich nur eins. Nur der BVB, aber nur der BVB. Radio 91.2, mein Dortmund.